Abschlussmöglichkeit und der Abschluss ist gut und der Abschluss sitzt 1:0 für Ried nach weniger als 10 Minuten. Der Torschütze, eine der beiden Sturmspitzen, nämlich Marco Grün. Da darf er sich eigentlich nicht spielen. Gutes Zuspiel auf Marco Grün, die Riesenchance für Jesper Ried und das ist das 3:2, 89. Minute. Grüll mit seinem vierten Saisontor und mit ganz wichtigen drei Punkten möglicherweise. Möglichkeit für Not noch einmal. Noch ein drittes Mal Marco Grüll. 3:1, das ist die Antwort der SV Ried. Ich kann auf den Betrieb. Den Profibetrieb, den halben Profibetrieb sind für mich von Haus aus schon mal. Oh, nächste Riesenchance hier für die Rieder und das ist das 2:0, 12. Minute. Marco Grüll. Ich darf heute einfach nicht zum Erklären anfangen. 60. Minute, Marco Grüll mit der Möglichkeit auf 2:1 zu stellen und er macht es. Drittes Saisontor für Marco Grüll. Den hat er sich erarbeitet, den Elfmeter und den Laster auf sich nicht nehmen. Der 21-Jährige mit 10:30 FC Liefering gegen das Team aus Linz, Blau-Weiß, ist gefordert in der Red Bull Arena. Marco Grüll, 3:0, was für ein Abschluss. Vom 21-Jährigen Youngster, 60. Minute, seinen 6. Saisontreffer auf den Silber. Da blitzer wird und das ist es auch. 4:0 für die SV Gundermatik Ried. Marco Grüll, viele Chancen hat er vernebelt, aber am Ende darf er Hoffnung anschreiben. Sehr gefährlich, wenn das Gegenpressing so gar nicht klappt und der Gegner wieder tief gehen kann. Dann läuft er weg. Kovacic, 3:1. Ivan Kovacic, der erste Treffer nach seinem Transfer. Der Ballverlust von Blau. Und sagt, ich erwarte die Abschnitte überhaupt nicht defensiv. Aber jetzt haben wir Konadi, jetzt mit der ersten Riesenchance für die Rieder. Und die nützt er gleich. 1:0 hier in der 4. Minute. Das geht ja flott. Sehr gut gespielt von Riedern hier. Sehr gut wieder stark gemacht und das ist richtig schön anzusehen. Das verdient sich und der Ausgleich. Und natürlich ist es wieder Marcel Ziegel. Unfassbar, was das für ein Geist. Bei den Innviertlern macht heute sein 250. Spiel für die Wikinger. Marco Grüll gut durchlaufen lassen und da gibt es jetzt auch den Elfmeter von Giesamer. Ich glaube, es war Felix Backer. Gefeiert in der zweithöchsten Spielklasse damals bei Bad Aussee. Marco Grüll und der geht knapp drüber. Allerdings Elfmeterpfiff. Elfmeter für die Wikinger. Luke kommen auch im Frühjahr. Da werden sich die beiden hoffentlich ein langes Titelrennen liefern in Liga 2. Stark gemacht von Marco Grüll und jetzt gibt's den Elfmeter. Jetzt keine Schwalbe von Marco Grüll und Chirchica zeigt auf den Elfmeterpunkt, auch wenn es die Spieler von FC Dornbirn. Aber nochmal Fokus auf die zweite Liga hier in Österreich. Und jetzt gibt's den Elfmeter in der 92. noch. Bevor und dann Julian Wiesmeier, der will eben auch den Doppelpack schnüren. Die greifen vorne an, sind aktuell Tabellenzweiter. Aber Marco Grüll auf der Gegenseite bei den Riedern sucht den Kontakt und er bekommt ihn auch, den Elfmeter. Elfmeter für
Minute. Da bin ich gespannt auf die Zeitlupe. Ander Fehler beim FAC in der Defensive. Ball kommt zurück zu den Riedern. Marco Grüll. Also es bekommt er eigentlich auch überhaupt nicht den Ball. Gut ist zu spielen. Vojkovic, die Möglichkeit. Mario Vojkovic. Ja, das ist kein schlechter Pass auf Marco Grüll. Gut gespielt. Die erste gute Chance. Gefühlvolle Flanke von Grüll auf Schmidt. Das ist Marco Grüll. Kefte, der nimmt den Ball auch gut mit, aber der Lupfer, den hat er schon besser. Kann sich heute nicht wirklich in Szene setzen, der 1,64 Meter Offensivmann der Juniors. Kefte mit der Möglichkeit, Kefte und wieder Thomas Turner. Ja, versucht die Fans anzutreiben. Situation kommt nicht schlecht. Lutz macht's aber lang. Und Grüll aus dem Hinterhalt. Auch gefährlich. Gute Reaktion hier von Schussmann. Weil er jetzt sehr gut gehalten hat und schon einmal über die linke Seite. Haben da war Glück dabei, aber jetzt wieder Österreich und Marco Grüll mit einem sehr guten Kopfball. Aber ja, schön gemacht von Marco Rago, ebenso schön von Marco Grüll. Jetzt muss nur mit dem Abschluss passen. Wow, schade. Aber störtlose Offensivaktion wieder der Österreicher. Kaum zu spielen. Alleine, probiert es allein, macht er gut. Das ist schade, der wäre durch gewesen und dann hätte er Unterstützung gehabt am linken Flügel. Das wäre eine. Super gemacht. So, jetzt kann er alleine marschieren und kann sich belohnen für eine gute Leistung. Guter Haken. Guter Pass in die Tiefe für Marco Grüll. Gibt es jetzt den Doppelpack von Grüll? Oh, knapp am Tor vorbei. Der macht das Spiel noch einmal schnell. Klar, über den flinken Marco Grüll, der noch einmal zum Abschluss kommt. Stellungsspiel in den wichtigen Situationen für einen Waldviertler. So, Grüll, der hat, ist jetzt aufgezogen und gelb. Für Marcel Dott, der sich ärgert nach einem leichten Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Wir haben da so eine Verlegenheitsflanke über zum Zentrum und deshalb wieder klar, wieder über Grüll. Der überläuft da ganz einfach. Fallen, es gab auch zwei Spiele, die 0 zu 0 ja, ausgegangen sind. Zweimal ein 1 zu 0. Und hier keine weiteren Tore. Und sofort die Antwort der Wikinger. Die kommen über die linke Seite über Marco Grüll. Hat schon Vojkovic. Marco Grüll geht da mal wieder vorbei. Marco Grüll. Vojkovic. Kommt nicht dran, aber Ried bleibt am Drücker. Kirche. Guter. Marco Grüll, so, das müsste jetzt Freischuss geben und den gibt's auch. Ganz klares Sextilvergehen von Jan Boller. 18 neue Spieler sind dazugekommen, also auch heute fast die gesamte Mannschaft neu. So, Achtung, Stefan Nutz und Wiesmeier 1-0 Ried.
dritte Minute. Der Favorit. Mit Pass und dann wird es gleich gefährlich. Grüll auf Nutz, der lässt sich fallen und schiebt sich da ein. Grüll, schöner Ball auf Nutz, aber da passt. Dann hoffen sie, dass sie irgendwie durchtanken. Gut ist dabei, dass sie am Flügel den Ball auf den Flügel und gegenpressen können. Jetzt. Zu Beginn der Saison hat er sich auch schwer getan, war eigentlich nur Ergänzungsspieler. Gegen Blau-Weiß Linz war es schon noch eine Phase, wo er sehr umstritten war. Und sofort geht's wieder in die andere Richtung. Heftig. Sehr schwierig zu verwerten, sehr schwierig auch wenn nicht ankommt abzusichern, das merkt man jetzt. So eine Halbfinalflanke ist tödlich. Jetzt aufgepasst, viel Platz für Kovacic. Grüll bringt sich in Position, Kovacic sucht den Weg, lässt sich fallen. Marco Grüll, da ist jetzt Platz da für die Rieder. Das ist der eingewechselte Grubeck. Schön gespielt an und für sich. Aber am Ende gibt es nur das 4-2-3-1 mit Ziegel auf 10. Der Nutz auf 10. Meinst du? Nutz auf 10. Ja. Marco Grüll. Könnte mal den Abschluss suchen mit und St. Johann im Bongo aus der Regionalliga West, aus dort. Herbst mit 17 Spielen, 19 Tore, 6 Assists zu Buche stehen. Warum hat er hier schon mal gezeigt? Oder auch dieser Pass. Fadinger. Bekommt jetzt auch den Ball. Wieder auf Grün. Schöner Doppelpass. Ja, schade. Natürlich gut akklimatisiert bei den Dornbirnern. So, jetzt der Platz eigentlich auf der linken Seite. Kommt aus der Dornbirner Jugend, feierte 2017 sein Comeback auch den Dornbirnen und jetzt ist aufgepasst. Der Ballgewinn, Valentin Grubeck im Zusammenspiel mit Grüll, der lässt er nochmal durch, Kerke. Und es gibt Ecke, Eden geht vorbei an Freund und Feind. Grüll auf sich alleine gestellt. Ähnliche Situationen, der nicht ganz ungern hat. Dieses 1:1, holt sich auch die Pille wieder zurück.